Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute geht es um Dinge, die nicht in FIFA 18 dabei sind, die es einfach nicht reingeschafft haben, die wir vermissen, die vielleicht in FIFA 19, FIFA 20 mal dabei sein werden. Einfach so Dinge, die jetzt noch nicht dabei sind und die aber ganz interessant wären. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Falls ihr sowas mögt, falls ihr solche Videos feiert, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und wir gehen jetzt direkt rein mit dem allerersten Punkt. Und zwar sind leider immer noch 40 Spiele in der Weekend League da. Ja, man hat gehofft, man hat sich gefragt, yo, ändern die diese Zahl jetzt eigentlich auch mal von 40 Spiele vielleicht runter auf 20, auf 30 Spiele. Nein, diese Zahl wurde nicht geändert. Es bleibt bei 40 Spielen in der Weekend League und das ist für viele Leute einfach viel, viel, viel zu viel. Wenn du einfach Schule hast, wenn du studieren bist, wenn du arbeiten bist, dann kannst du nicht jede Woche 40 Spiele machen. Und das ist eben schade für Leute, die eigentlich gerne spielen würden, wie zum Beispiel eben ich auch manchmal. Ich würde öfter und lieber Weekend League spielen, aber kann halt leider nicht jede Weekend League spielen aus zeitlichen Gründen. Deswegen wäre es gut gewesen, wenn man da irgendwie selbst vielleicht auswählen hätte können, yo, diese Weekend League mache ich 20 Spiele, nächste Weekend League mache ich 30 Spiele oder so, dass man das vielleicht irgendwie ein bisschen benutzerfreundlicher macht. Zum Beispiel, dass die Vorgabe ist, dass man 20 bis 40 Spiele machen muss. Ja, dann wählt wahrscheinlich fast jeder nur 20 aus, aber es gibt halt die Möglichkeit, weniger Spiele zu machen oder einfach irgendwie eine Möglichkeit, dass irgendwie eine Möglichkeit da ist, dass man weniger als 40 Spiele machen muss oder dass man sich im Katalog einmal kaufen kann, yo, 30 Spiele in der Weekend League nur. Ja, dass das dann irgendwie so ist und dass dann einfach die Prozentzahl an gewonnenen Spielen sozusagen als Rang gerechnet wird. Das heißt zum Beispiel, boah, ist jetzt ganz schwierig zu sagen, sagen wir 75% der Spiele gewonnen ist gleich Elite 3 oder so und 80% der Spiele gewonnen ist gleich Elite 2. Ja, ich denke mal, ihr wisst schon, wie ich das meine. Da wäre es ganz cool gewesen, wenn EA da irgendwas verändert hätte, sodass man nicht jede Woche 40 Spiele machen muss, sondern dass es da irgendeine Option gibt, um eben vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel weniger machen zu müssen, ohne dann sozusagen im Rang benachteiligt zu werden. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar gibt es in FIFA 18 keinen Mii-Player. Das war ein kurzes Gerücht, ein Gerücht, was sehr unscheinbar war, was nicht viele mitbekommen haben. Es war auch sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich reinkommt. Es wäre aber krass gewesen. Und zwar ist Mii-Player so eine Art, dass du einen Spieler einfach, deinen eigenen Spieler, dich selber in Ultimate Team drinnen hast und den dann mehr oder weniger levelst. Ja, dazu habe ich auch damals ein Video gemacht, dass das vielleicht drinnen sein könnte. Es war aber, wie gesagt, dann doch leider eine Fehlmeldung. Da hätte man zum Beispiel dann eben, wie gesagt, sich selber in Ultimate drinnen haben können, ja, stimmt schon. Und dann vielleicht irgendwie mit FIFA Coins, also mit ganz normalen FIFA-Coins, sich selber upgraden können und sich dann selber auch in Ultimate Team in Teams reinbauen können und so, dass man selber zum Beispiel dann auch zu jedem Spieler linkt und so, dass man wie eine Legende dann ist und dass man sich eben vom Rating her immer weiter steigert, von den Werten her immer weiter steigert und dass man sich eben diese besseren Werte und das bessere Gesamtrating halt entweder erspielt oder irgendwie mit Coins kaufen kann, mit FIFA-Points kaufen kann. Das wäre auf jeden Fall ganz cool gewesen, hätte ich auf jeden Fall extrem gefeiert, ist leider nicht dabei, aber das ist schon sowas, was vielleicht irgendwann mal reinkommen könnte in Ultimate Team, dass man selber drinnen ist, dass man sich selber leveln kann und dass man sich dann selber auch wirklich in Ultimate Team spielen kann. Und ja, dann gehen wir rein ins dritte Thema und zwar ist das der Hallenmodus, der ist leider auch nicht dabei. Der könnte aber echt in FIFA 19 dabei sein und das ist schon sehr realistisch, denn in The Journey 2, also in FIFA 18 The Journey, da ist der FIFA Street Modus vorhanden, Leute. Da gibt es eine kurze Szene, einen kurzen Abschnitt in The Journey, wo dann der FIFA Street Modus am Start ist. Und da kannst du dann in den Favelas, glaube ich, von Brasilien oder so, oder irgendwelchen Favelas in Südamerika, da kannst du dann mit Alex Hunter wirklich in The Journey halt FIFA Street spielen. Und das ist schon sehr, sehr krass. Deswegen, warum sollte in FIFA 19 nicht dann kurz eine Hallenszene sein? Also eine Szene, wo die dann einfach in der Halle kurz Fußball spielen. Das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass da irgendwie sowas demnächst kommen wird. Aber in FIFA 18 ist der Hallenmodus leider noch nicht da. Dafür aber eine kurze Szene von FIFA Street. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und finde ich auch gut, dass EA da endlich mal wieder ein bisschen FIFA Street mit eingebracht hat. Okay, wir gehen zum vierten. Und dabei geht es um den Wager-Match-Modus. Ist leider auch nicht dabei in FIFA 18. Aber das ist, denke ich mal, so ein Spielmodus. Den kann man doch schon mal reinhauen, oder nicht, Leute? Jetzt stellt euch das mal so vor, ja? Wager-Matches sind ja so, dass jeder von zwei Spielern, also einer setzt 50.000 Münzen, der andere setzt auch 50.000 Münzen, der gewinnt,
bekommt die 100.000 Münzen dann, ja. Das gab es immer früher, da hat man sie immer über Facebook oder so geschrieben und dann eben gespielt. Da war natürlich dann oft die Gefahr, dass die Leute nicht safe waren, dass die Leute dir die Coins dann nicht gegeben haben und einfach dich blockiert haben. Deswegen würde ich einen Wager-Match-Modus extrem feiern, sodass du einfach reingehst in diesen Modus und dann sagst du, okay, ich setze für dieses Spiel 50.000 Münzen. Dann wartest du ein bisschen, bis irgendwer anderer auch was setzt, dann setzt der andere auch 50.000 Münzen, ja. Und dann spielst du gegeneinander und der am Ende bekommt dann einfach alles. Und das wird alles über EA geregelt, alles über FIFA und da kann dann halt auch keiner betrügen, weil es halt wie ein offizielles FIFA-Match ist. Und das würde ich halt extrem feiern, wenn dann, wenn man da einfach dann wirklich Risiko gehen kann, okay, ich setze auf dieses Spiel 200.000 Münzen und dann kommt ein anderer und der sagt auch, er setzt 200.000 Münzen und dann spielt man gegeneinander und wenn man dann gewinnt, hat man halt wirklich 400.000 Münzen in dem Fall oder man hat halt 0 Münzen. Wenn man verliert, da müsste man das natürlich dann auch so machen, dass wirklich gleich gute Gegner gegeneinander spielen, nicht dass jetzt zum Beispiel ein Tim Latger gegen mich zum Beispiel spielt. Ja, das wäre dann natürlich nicht ganz fair, aber das könnte EA natürlich eigentlich gar nicht mal. Also das könnte EA ganz gut machen, indem die einfach schauen, okay, welchen Rang erreicht er in der Weekend League so durchschnittlich oder so. Also das könnte man schon regeln. Das würde ich extrem feiern, wenn ein Wager-Match-Modus mal in FIFA drinnen ist. Schreibt mir dazu auf jeden Fall auch eure Meinung in die Kommentare. Okay, wir kommen zum fünften Thema und das sind die Frauen in Ultimate Team. Das haben sich auch viele erwartet, teilweise natürlich auch erhofft, aber ich denke mal, das ist eher so für weibliche FIFA-Spieler ganz interessant, Frauen eben in Ultimate Team drinnen zu haben. Das hätte eben sein können, dass einfach ganz normal statt nur die Männer auch die Frauen in Ultimate Team drinnen hast. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht wirklich zu sagen. Ist halt ein bisschen aufwendiger, weil die halt natürlich auch teilweise Ligen dabei haben, wo halt die halt nicht in FIFA sind und es halt natürlich auch nicht so viele Frauenfußballer gibt wie Männerfußballer und vielleicht hätte man das aber irgendwie so übers Nationalteam regeln können, zum Beispiel, dass das Frauennationalteam von Deutschland einfach dabei ist und die Frauen dann keine eigene Mannschaft haben, sondern dass da halt einfach nur das Wappen Deutschland dabei ist oder so, beziehungsweise die Flagge von Deutschland dabei ist. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Frauen in Ultimate Team ist leider auch noch nicht dabei, könnte aber vielleicht demnächst auch mal reinkommen. So, das sechste Thema schon, ist das Generation Foot Draft. Ist leider auch nicht dabei, aber das wird auch hoch gehandelt. Ja, Generation Foot Draft, was soll das sein? Dass du einfach einen Generation Foot Draft starten kannst in Ultimate Team und dort dann auch Spieler von FIFA 12, FIFA 13, FIFA 15, FIFA 14, einfach von allen FIFA-Teilen Spieler bekommen kannst. Zum Beispiel dann eben einen, boah, es ist ganz, ganz schwierig, da jetzt ein Beispiel rauszusuchen, einen Neymar damals noch von, na fuck, wieso sage ich Neymar, es fällt mir der Verein nicht ein, ihr wisst schon welchen ich meine, ja, den aus Brasilien natürlich, wo er halt früher gespielt hat, dass man zum Beispiel den dann auch bekommen kann, auch dann wirklich von der Mannschaft und dass dann die Links und so ganz anders sind, weil der halt in einer anderen Liga und so spielt, das würde ich halt schon feiern, wenn du dann wirklich mit dem Team spielen kannst, weil dann einfach die Chemistry-Verhältnisse ganz anders sind. Wenn zum Beispiel dann irgendwie Neymar, wenn du den Neymar noch von Barcelona kriegst, dann ist es ja auch ganz anders, wie wenn du den Neymar von PSG kriegst. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man da wirklich die verschiedenen Kartentypen dann noch drin hat, natürlich, dass dann der Neymar aus FIFA 13 auch so aussieht wie der Neymar aus FIFA 13, also auch von der Karte her und nicht eben wie der Neymar aus FIFA 18. Ja, sowas würde ich extrem cool finden, würde ich sehr, sehr feiern und das würden, denke ich, auch viele von euch cool finden, wenn man da einfach die alten Spieler nochmal bekommen kann, wenn die dann damals eben noch andere Werte haben, vielleicht oder meistens auch sogar bessere Werte, die Spieler, die jetzt schon etwas älter sind, hatten damals natürlich auch starke Werte und da sind dann natürlich ganz verschiedene Karten, ganz neue Karten irgendwie wieder da. Das würde ich wirklich sehr, sehr cool finden. So, letztes Thema und das sind die Tauschangebote in Ultimate Team. Die gab es ja früher, ja. Du hast damals einfach einen Spieler tauschen können. Also, wenn du einen Spieler holen willst, zum Beispiel du willst dir Ronaldo holen, dann hast du auf Tauschangebot drücken können und zum Beispiel Messi dort reinfügen können. Und dann hat der andere akzeptieren können oder ablehnen können. Das heißt zum Beispiel, wenn der jetzt dann das Angebot bekommt, okay, da hat jemand für meinen Ronaldo einen Messi geboten, ne? Und der nimmt das dann an, dann kriegt der eine Ronaldo und der andere kriegt halt den Messi. Ja, das sind Tauschangebote und die wurden halt dann leider rausgenommen aus FIFA, weil eben zu viele Leute Coins damit gekauft haben. Denn dann hat eben jemand einfach einen schlechten Spieler, beziehungsweise hat jemand einen guten Spieler reingestellt, dann hat jemand einen schlechten Spieler dafür geboten, zum Beispiel jetzt war Ronaldo Team of the Year oder so, ist auf dem Transfermarkt, dieser Ronaldo Team of the Year ist dann zum Beispiel von einem Coinseller gewesen und
Dann hat der Coins Käufer vorher den Spieler genannt, den er anbieten wird, damit der Coins Seller dann eben weiß, welcher Spieler das ist. Der bietet dann zum Beispiel für den Ronaldo Team of the Year irgendeine Bronzekarte. Sagen wir, der heißt jetzt irgendwie Thomas oder so, und dieser Thomas wird dann angeboten für Ronaldo. So, der Coins Seller sieht dann, okay, da hat jetzt jemand Thomas für meinen Ronaldo Team of the Year geboten. Und das, da er eben ein Coinseller ist und vorher schon das Geld bekommen hat, das Echtgeld, sagt er natürlich, ja, ich nehme das an. Dann hat der Coinseller nur noch diesen Thomas, und der, der die Coins gekauft hat, hat halt Ronaldo, und mit Ronaldo dann eben sozusagen die Coins, denn Ronaldo ist halt viele Coins wert. Das waren die Tauschangebote, die wurden eben rausgenommen, weil dadurch eben logischerweise zu viel mit Coins gehandelt wurde und das Ganze viel zu leicht war. Dann sind eben auch die Price Ranges gekommen, die früher auch nicht drinnen waren. Es ist unwahrscheinlich, dass die Tauschangebote nochmal reinkommen. Es wäre aber schon irgendwie ziemlich cool. Würde ich auf jeden Fall schon feiern, aber wie gesagt, es ist halt schon echt sehr, sehr unrealistisch, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass EA das nochmal macht. Aber vielleicht finden sie irgendeinen Weg, um das Ganze sicherer zu machen, um das eben so zu machen, dass die Coinseller und die Coinskäufer nicht davon profitieren. So Leute, das war es auf jeden Fall jetzt auch mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ich bin auf jeden Fall schon gehypt auf FIFA 18. Ja, dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Checkt gerne noch meinen Merchandise ab. Ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wirklich vielen Dank für euren Support. Danke, dass sich echt viele Leute diesen Merch gönnen. Es freut mich echt extrem. Und ja, dann war es das mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.